Es ist total beängstigend, wer hier alles auf die Insolvenz zuschlittert. Unsere Krankenhäuser zum Beispiel haben gerade ein echtes Problem. Erst die Corona-Krise, jetzt auch noch explodierende Energiekosten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ruft ganz offiziell die Alarmstufe Rot aus. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft bei rund 270 Kliniken können 96% die aktuellen Kostensteigerungen nicht selbst finanzieren. Ja, und das merken, wenn es blöd läuft, irgendwann wahrscheinlich auch die Patienten. Also jetzt nicht ich, aber die Kassenpatienten halt, ne? Problem, die Krankenhäuser können ihre Mehrkosten nicht einfach an uns, an die Kunden weiterreichen. Da gibt es schließlich feste Sätze, wie Sie wissen. Und das Energiesparpotenzial hält sich bei denen in engen Grenzen. Ne? Sagen wir mal, im Dunkeln operieren ist ja keine echte Option. Hoffe ich. Auch für das Sterilisieren von OP-Besteck kommt man an Erdgas nicht vorbei. Das wird mit so heißem Dampf gemacht. Ich meine, okay, mal am Ärmel abschmieren kann man machen, aber es kann ja nicht die Regel werden. 60% der deutschen Kliniken schreiben schon tiefrote Zahlen. Ein einzelnes Krankenhausbett verbraucht pro Jahr so viel Energie wie ein komplettes Einfamilienhaus. Und der Blackout hätte da deutlich schlimmere Folgen. Wenn die Klinik gar keinen Strom mehr hat, dann ist jeder sich selbst der Nächste. Oh Gott, stell dir das mal vor, die Apokalypse kommt und deine letzte Mahlzeit war Krankenhausessen. Graubrot mit Gesichtswurst. Da kann der Tod auch eine Erlösung sein. Hm? Deutschlands Krankenhäuser fordern einen schnellen Inflationsausgleich durch den Staat. Sonst drohe, Zitat, flächendeckender Personalabbau. Na, das hört man doch gern. So zwischen zwei Corona-Wellen. Für die Kliniken kann der neue Gasdeckel jetzt gar nicht schnell genug kommen. Gib mal ein Beispiel. Ein Haus mit 500 Betten zahlt aktuell knapp 1 Million Euro im Jahr für Energie. Ungedeckelt könnten das im nächsten Jahr über 4 Millionen sein. Gleichzeitig schlägt auch bei, ja, sagen wir mal, Verbandsmaterial, Implantaten und Skalpellen die Inflation zu. Alles wird teurer. Aber können Krankenhäuser überhaupt pleite gehen? Ja, und zwar dank der idiotischen Privatisierung unseres Gesundheitswesens. Im Nachhinein wohl eine lupenreine Scheißidee. Genau wie die Einführung der Fallpauschale 2003. Seitdem gilt der Patient nicht mehr als leidender Mensch, sondern als Rohstoff für Investoren. Hey, Idee, bevor wir bald Krankenhäuser retten, könnten wir den Bullshit rückgängig machen, oder? Wäre das nicht eine Aufgabe für Karl Lauterbach? Wo ist der eigentlich? Ja, ist mein Gefühl. Sieht man den selten in letzter Zeit? Oder bilde ich mir das ein? Egal, ich wette jedenfalls, der Minister hier ist auch stinksauer auf die Leute, die sich damals die doofe Fallpauschale ausgedacht haben. Die letzte wirklich große Krankenhausreform liegt 20 Jahre zurück, die Einführung der Fallpauschalen. An dieser Einführung bin ich damals beteiligt gewesen. Ach so, aber warum? Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Eine neue Krankenhausreform oder endlich eine richtige Reform der Krankenkassen, das wäre mal eine schöne Aufgabe für unseren Karl. Ernsthaft, warum hört man nichts Relevantes von Lauterbach zu diesen Themen? Dazu empfehle ich Ihnen das neue Wimmelbuch, wo ist Karl? Ja. Super, wo steckt er? Wo steckt der Racker? Ein Suchspaß für Groß und Klein. Warte mal, nein, da ist er nicht, da auch nicht. Da, bei Markus Lanz. Ja, er sitzt bei Lanz und redet über den Corona-Herbst. Ja, war zu einfach, viel zu einfach. Der Corona-Herbst, heute übrigens auch sein Thema in der Bundespressekonferenz. Ohne Frage wichtig, Corona. Aber es gibt halt auch noch andere Gesundheitsthemen, wichtige. Seit der Einführung der Fallpauschale geben in unseren Kliniken, in vielen Kliniken, Unternehmensberater den Ton an. Und die sagen dann zum Beispiel, bringt uns viel mehr Hüft-OPs, weil die Geld bringen. Das geht so weit, dass Ärzte unter Druck gesetzt werden, bestimmte Zielvereinbarungen einzuhalten. Kurz gesagt, wer besonders lukrative Behandlungen verkauft, wird mit Boni belohnt. So wird hier für das Anwerben von über 190 Patienten mit einer bestimmten Krebsart ein Bonus von 34.000 Euro versprochen. Auch solche Vereinbarungen führen dazu, dass die Zahl der Operationen insgesamt immer weiter steigt. Ja, vielleicht könnten wir auch so ein Bonussystem einführen. Wissen Sie, wenn man zwei Hüften kauft, kriegt man die dritte umsonst oder sowas. Rund 40% der deutschen Kliniken gehören inzwischen privaten Betreibern oder Investoren, oft auch aus dem Ausland.
schön auf Effizienz gebürstet und beraten von Firmen wie Porsche Consulting. Ganz recht, Porsche berät Krankenhäuser. Dann sollte man aber auch konsequent sein und die Darmspiegelung umbenennen in Abgas-Sonderuntersuchung, oder? Ich finde schon. Hier, Original-Image-Film. Das Krankenhaus kann von Porsche viel lernen, was Prozessoptimierungen angeht, was Umsetzungen angeht, was Entwicklungen angeht, was Geschwindigkeit angeht, von der Idee letztlich bis hin zum Produkt. Haben Sie das Produkt erkannt? Ja. Bis hin zum Produktpatient. Und wenn Sie zu Hause jetzt fragen, hä, was hat denn Porsche mit Krankenhäusern zu tun? Ich finde, das passt schon. Denn die sorgen schließlich regelmäßig für neue Organspenden. Kurz gesagt, die wahren Helden moderner Arztserien haben oft gar nicht Medizin studiert. Freuen Sie sich jetzt schon auf den neuen ARD-Vorabend. In aller Freundschaft, die jungen Controller. Keine Sorge, Ihren Diabetikerfuß werden wir retten. Oh Gott, unser Börsenkurs fällt. Schnell, ich brauche hier einen Controller! Diabetikerfuß? Pflegeunterhalt bringt uns 3.000 Euro, Amputation 10.000 Euro. Alles klar. Gut, dass Sie so schnell reagiert haben. Kein Ding. Das sind die Momente, für die ich BWL studiert habe. Neu in der ARD. Die jungen Controller. Was für Arschlöcher. Endlich mal eine realistische Krankenhausserie. So, meine Damen und Herren. Till Reiners ist Sprecher der profitorientierten deutschen Kliniken. Herr Reiners, habe ich das richtig verstanden? Auch die privaten Betreiber möchten jetzt aber staatliche Hilfe. Ja, klar. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Welke. Aber ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die das Helfen verlernt. Liebe Patienten, unterstützen auch Sie die kleine, börsennotierte Privatklinik in Ihrer Nachbarschaft. Auch Sie können mithelfen, indem Sie uns zum Beispiel nicht mehr mit unrentablen Krankheiten belästigen. Machen Sie mit bei unserer Aktion Ein Herz für Herzklapp. Frage nicht, was dein Krankenhaus für dich tun kann, sondern was du für dein Krankenhaus tun kannst. Ja, können wir die Musik bitte ausmachen? Vielen Dank. Sie vertreten Unternehmen, Herr Reiners, die bis neulich zweistellige Renditen eingefahren haben. Ja, richtig. Und das soll ja auch so bleiben. Da hat sich doch eine schöne Arbeitsteilung bewährt zwischen uns und den gemeinnützigen Kliniken. Die konzentrieren sich auf teuren, nervigen Kram wie, ja, keine Ahnung, Kinder- oder Geburtsstationen, machst du nur Verlust, oder Krankheiten mit langen Liegezeiten. Viele Patienten liegen rücksichtslos, wochenlang einfach nur rum. So lange wie manche liegen, möchte ich mal Urlaub haben. Lachen ist gesund. Also, das sollen die mal machen und wir machen den Rest. Neue Knie, Schultern, die geilen Sachen. Schöne OP gerne wieder, sagen wir da. Ja, nehmen wir mal Helios Deutschland, Deutschlands größter privater Klinikbetreiber. Die haben in 2020 über 600 Millionen Euro Gewinn vor Steuern gemacht. Nicht zuletzt dank der großzügigen Corona-Freihaltepauschale von Jens Spahn. Und trotzdem haben sie letztes Jahr hunderte Stellen abgebaut. Also welchen Teil des Wortes gewinnorientiert haben Sie denn nicht verstanden? Also manchmal wollen Sie vielleicht lieber zurück in die 70er Jahre. Soll ich Sie mal mitnehmen zurück in die 70er? Absoluter Horror. Ja, guck, wir haben ausgesehen wie komplette Vollidioten. Und unser Gesundheitssystem war quasi kommunistisch. Krankenhäuser durften in Deutschland keinen Gewinn machen. Ja, sie wurden halt ausschließlich von öffentlichen und gemeinnützigen Trägern betrieben. Ja, ja, aber man kann das Wort gemeinnützig nicht ohne gemein schreiben. Denken Sie da mal drüber nach. Wenn die in den 70ern Überschüsse erwirtschaftet haben, mussten sie die, Achtung, zurückzahlen. Ich habe den Begriff gegoogelt. Ich wusste gar nicht, was das sein soll. Der Staat steckt sich die Kohle mit seinen kalten Griffeln wieder in die Tasche. Und den Patienten wurden überhaupt gar keine nutzlosen OPs aufgeschwatzt. Wollen wir da wirklich wieder hin? In diese westdeutsche DDR? Wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Wollen wir dahin zurück? Eigentlich schon. Quatsch. Liebe Zuschauer, jeder und jede von Ihnen ist heute gefragt, um unsere Rendite von morgen zu retten. Wenn bei Ihnen zum Beispiel eine Geburt bevorsteht, dafür muss man nicht zwingend ins Krankenhaus. Unsere Vorfahren gingen dafür einfach in den Wald.
und alle Seniorinnen und Senioren bitten wir ganz herzlich, fangen Sie nach heute an mit Fun-Sportarten wie Downhill Mountainbiking. Ohne Helm. Wir sehen uns. Till Reiners, meine Damen und Herren. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Na los, du Scheißpferd. Hey!